Das klingt natürlich vielversprechend. Die Innovation im Dartsport, Powerforce-Armbänder oder Sport-Ionen-Armbänder. Kaufen, tragen, besser werden im Darts. Hallo liebe Dartsportfreunde, herzlich willkommen in Ollis Dartgarage. Schön, dass ihr reinschaut. Der Punkt, um den es mir heute geht, sind Fanartikel, die wieder vermehrt aufgekommen sind, und Werbeversprechen, die man nicht nur kritisch sehen darf, sondern auch sollte, meiner Meinung nach. Denn hier geht es nicht nur um Werbe, sondern auch Wirkversprechen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Und zwar meine ich solche Armbänder, die wir als Fan von Joe Cullen zum Beispiel kriegen, aber auch von Peter Wright, von Gervin Price, von Luke Humphreys und weiteren. Die Powerforce-Armbänder oder Ionenfrequenz-Armbänder. Und wenn du die Beschreibung liest, dieses Armband ist nicht nur ein absoluter Blickfang für jeden Dart-Fan. Extra eingearbeitete ionische Frequenzen wirken sich positiv auf das natürliche Energiefeld aus. Oder hier, das Sportarmband im Luke Humphreys Design hilft mir, Gleichgewicht, Kraft und Konzentration zu verbessern. Es wäre großartig, wenn das funktionieren würde, oder? Und das bei so einfacher Anwendung. Kaufen, tragen, besser werden im Darts. Da verstehe ich schon, dass auch Darts-Profis diese Armbänder tragen. Peter Wright aktuell beim World Matchplay zum Beispiel. Wobei, so viel scheint es nicht gebracht zu haben. Wir Deutschen sind aber auch immer skeptisch, oder? Schick sind sie ja irgendwie, diese Fan-Armbänder. Warum nicht? Mich interessiert bei solchen Versprechen dann aber auch, wie das konkret funktionieren soll. Kann an solchen Armbändern was dran sein? Oder könnte es vielleicht sogar negative Wirkungen haben? Ein kleines Ding, aber sehr große Versprechen. Deswegen beschäftige ich mich in der Tat damit auch schon so ein bisschen länger und bin es mal ganz sachlich und möglichst objektiv angegangen. Ich meine, es ist natürlich sehr leicht, sich da überhaupt gar keinen Kopf zu machen, das Ding als totalen Humbug abzutun und dann eine auf überhaupt gar nichts stützende Meinung unreflektiert im Internet zu verbreiten. Ich wollte es für mich zumindest und mit meinen Möglichkeiten ein bisschen genauer wissen. Und bin eigentlich recht schnell auf Infos gestoßen, die ich interessant finde, die dem Ganzen ein bisschen Kontext, aber auch noch ganz andere Richtungen geben. Informationsquelle Nummer 1 ist natürlich das Netz. Für alle verfügbar, kann jeder sehr leicht nachvollziehen. Und hier bin ich schon mal auf zwei interessante Stellen gestoßen. Ich meine, allein die zwei Stellen zeigen ja schon mal, dass es keine neue Sache ist. Also Innovation können wir da mal als werblich abhaken. Es zeigt aber auch schon im Ansatz, dass es eigentlich schon länger und auch weiter verbreitet ist. Also gar nicht so irrelevant. Und du gegebenenfalls dann auch nicht nur positive Wirkung erwarten kannst. Das finde ich ist ja auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt. Es könnte deine Gesundheit sogar gefährden. Nach meiner Meinung wird vor diesem Hintergrund die Verantwortung von Herstellern, aber auch Verkäufern, richtige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen, umso wichtiger. Ich meine, bleibe ich konkret bei diesen Armbändern, ja? Woraus bestehen die Dinger? Was ist da womöglich drin? Wo kommen die her? Als Käufer bist du ja nun mal auf die Informationen angewiesen, die auf solchen Anbieterseiten stehen. Solche Informationen und Angaben, das ist bei uns in Deutschland zum Glück auch klar genug geregelt, finde ich. Dafür gibt es gerade im Gesundheits- und Medizinbereich das Heilmittelwerbegesetz, das sogenannte Wirkversprechen untersagt. Abmahnfähig untersagt. Erfolge oder Versprechen müssen halt belegbar sein, etwa durch wissenschaftliche Studien, und die Nachweise, die sollen dann auch erbracht werden, beziehungsweise mindestens mal verlinkt, wenn es so Online-Texte sind, worauf man sich bei diesen Erfolgsversprechen denn stützt. Also solche Textstellen wie diese Beschreibung zum Beispiel, finde ich, lassen ja gar keinen Raum, dass es auch anders sein könnte, also dass hier die versprochene Wirkung nicht eintreten könnte. Es ist ja so formuliert: Extra eingearbeitete ionische Frequenzen wirken sich positiv auf das natürliche Energiefeld des Körpers aus. Also Fakt, ja, ist so. Wirkt sich aus, wenn du das Ding trägst. So werden Gleichgewicht, Kraft und Flexibilität gleichzeitig verbessert. Also gleich dreifach Wirkung, nur weil du so ein Armband trägst. Und dazu steht hier dann auch noch schön als Plusliste dargestellt: verbesserte Balance,
besseres Gleichgewicht, positive Wirkung auf das Energiefeld des Körpers. Und ich muss jetzt hier aus einer Mücke auch keinen Elefanten machen. Ist nicht meine Intention. Aber ich persönlich finde, dass die Gesundheit und Unversehrtheit eines jeden Einzelnen ein sehr wichtiges Gut ist. Nicht jeder ist gesund, nicht jedem geht es wirklich gut. Einige sind sogar verzweifelt. Und da mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist ein Fanarmband, das ist ein Fanartikel. Also nichts Großes, aber es wird halt verkaufs- und werbemäßig dazu gemacht, dass man Dinge zeigt, die so eigentlich nicht sind, dass man Dinge beschreibt, wie sie eigentlich nicht sind. Und hier sind wir auch tatsächlich mal in einem Grenzbereich, das ist so in vielen Fällen nicht zulässig. Ich persönlich fände es jetzt als Kunde, der bei euch so ein Armband womöglich kaufen mag, weil wie gesagt, ich Fan von einem bestimmten Dartspieler bin und es auch als Fanartikel sehe, vollkommen unproblematisch, wenn ich zum Beispiel sowas lesen würde. Dieses Joe Cullen Armband ist ein offizieller Fanartikel von Winmo. Ein Armband aus weichem Silikon, das wir in zwei Größen anbieten und das sich deswegen angenehm tragen lässt. Würde doch gar nicht wehtun, oder? Und wäre komplett wahrheitsgemäß und genau das, was du am Ende hier auch bekommst. Und dann schreib dir in den Eckdaten einfach rein, was zu den Maßen, was genau diese zwei Größen bedeutet, womöglich noch, wo es herkommt und alles wäre supi. Gut, das ist jetzt die eine Seite, dass ich ein bisschen an die Händler und an die Hersteller appelliere. Mach doch bitte wahrheitsgemäße Angaben. Der Kunde, wenn er es am Ende dann in der Hand hält oder auch benutzt, weiß ganz genau, also kriegt dann wirklich auch die Bestätigung, ja, genau das ist es. Ein schönes, angenehm zu tragendes Silikonarmband, haben sich ein bisschen Mühe gegeben, da sind Logos drauf und so weiter. Freust du dich als Fan, reicht doch absolut aus. Und ich habe mir zwei so Armbänder gekauft. Eins habe ich auch mal verlost, zusammen mit den Gervin Price Darts, weil ich mir in einer Sache auf jeden Fall recht sicher bin. Die Bänder sind durch das Tragen allein schon mal nicht gesundheitsgefährdend, weil sie kein radioaktives Material enthalten und sonst aber auch nichts, das eine Wirkung erzielen könnte, außer Placebo-Effekt. Dazu jetzt einmal, was ich persönlich an Informationen zusammengestellt und erhalten habe. Es gibt ein Buch von Dr. Earl Mindell, nennt sich Der Happiness-Effekt, die positive Wirkung negativer Ionen auf unsere Gesundheit. Könnt ihr zum Beispiel auf Amazon finden und aus der Beschreibung herauslesen, Zitat, klingt unglaublich, ist aber durch wissenschaftliche Studien bewiesen. Elektrischer Strom kann das menschliche Wohlbefinden positiv beeinflussen. Auch über hier Versuche, Ionentherapie seit 1891 ist da was zu lesen. Also für mich klingt das so, das sage ich mal jetzt bezogen auf Ionenarmbänder, es immer noch wirken kann. Also jetzt nicht pauschal Blödsinn oder totaler Humbug zu sein scheint. Ich habe das Buch gelesen und nach meinem Eindruck hat sich Dr. Earl Mindell auch wirklich sachlich und aus verschiedenen Blickwinkeln mit dieser Ionenthematik, ihrem Einsatz, den Wirkweisen beschäftigt. Wer das Buch nicht kennt, glücklicherweise könnt ihr über Google Books kostenfrei mal reinlesen. Ich habe euch dazu auch die ganzen Links und so weiter unten in die Videobeschreibung gepackt, denn hier wird zum Beispiel auf Seite 9899, das könnt ihr online gleich mitlesen, auch erklärt, was genau solche Negativ-Ionen-Armbänder überhaupt sind. Hier steht zum Beispiel ganz unten auf der Seite, Ionenbänder sind im Grunde Armbänder, die spezielle chemische Elemente, Mineralien oder Kombinationen bestimmter natürlicher Substanzen enthalten. Der am weitesten verbreitete Bestandteil von Ionenbändern ist Turmalin und dann geht es so ein bisschen weiter. Das wird im Buch auf Seite 102 auch beschrieben, die Sache mit den Turmalinen als Hauptbestandteil in solchen Ionenarmbändern. Hier steht zum Beispiel dann im Text wortwörtlich, das liegt darin begründet, dass Turmalin eine von lediglich einer Handvoll Substanzen ist, die die Eigenschaft zu besitzen scheinen, sowohl negative Ionen als auch ferninfrarote Strahlen zu erzeugen. Tatsächlich kennen viele Menschen dieses kristalline Mineral wegen seiner angeblichen Eigenschaft, den Körper zu reinigen, zu entgiften, bei Gewichtsabnahme zu helfen und so weiter. Gut, dann sind wir also von Ionenarmbändern und dem natürlichen Material Turmalin jetzt auf solche Armbänder gekommen. Und da gibt es auch im Netz natürlich viele schöne Seiten, die sich mit alternativen Dingen beschäftigen, die auch Schmuck anbieten, wie hier zum Beispiel Wunschtraum. Da erinnere ich mich dran, weil ich mal eine Freundin hatte, die ganz gerne da so eine Turmalin-Kette haben wollte. Ja, und die gibt es auch bis heute noch. Ihr seht, dort unten ist auch ein bisschen markiert, dass man dem Turmalin halt nachsagt. Spirituelle Energie, ne? Ganz klar. Wandlung, starker Schutz, gute Gedanken und so weiter.
Aber wenn man dann ein bisschen weiter runter auf der Seite scrollt, dann kann man auch einen Hinweistext lesen. Und da ist dann zu lesen, die in unseren Shop-Beschreibungen beschriebenen Heilwirkungen bzw. Auswirkungen auf Körper und Geist sind nicht wissenschaftlich erwiesen und dienen lediglich als Anhalt für Interessierte. Sie ersetzen nicht den Gang zum Arzt oder Heilpraktiker. Okay, vielleicht ist es ja kein Turmalin in diesen Darts-Armbändern, sondern etwas anderes. Nach der Beschreibung aus Mendels Buch ja durchaus möglich. Aber ausnahmslos jeder Shop, der diese jetzt Powerforce oder auch Ionen-Armbänder anbietet, macht halt leider keinerlei Angaben dazu, was konkret jetzt in diesen Armbändern drin ist oder wie viel davon. Woher auch? Selbst ein Winmau und Red Dragon oder auch My Dark Pfeil, wo ich auch so ein Powerarmband für mehr Energie im Oster XXL Bundle erstanden habe, gibt es leider keine konkreten Angaben, woher jetzt diese ionischen Frequenzen kommen oder wie die Energie entsteht oder auch wie viel oder was genau jetzt da in den Armbändern drin ist. Übrigens gibt es auch von L-Style so ein Armband, habe ich gesehen. Da ist aber nicht von ionischen Frequenzen oder Energien die Rede. Für 2,95 Euro steht da in der Produktbeschreibung, bekommt ihr einfach ein Silikon-Sportarmband mit L-Style-Logo. Aber das nur am Rande, wobei bei einem Preisunterschied von jetzt locker 8 Euro von diesem einfachen L-Style-Silikon-Armband gegenüber diesen Winmau oder auch Red Dragon-Armbändern, fragt man sich natürlich schon auch so ein bisschen, könnte das jetzt auch diesen Preisunterschied ausmachen, wenn da, wie auch immer geartet, Frequenzen oder Energien oder was auch immer da zusätzlich drin zu sein scheinen? Also gehen für mich jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge. Selber ausprobieren und schauen, ob es bei mir was bewirkt, und messen. Denn es gibt Ionenmessgeräte, kann man kaufen, mit denen sich dann nachweisen lässt, wie viele Ionen pro Kubikzentimeter so ein Festkörper abgibt. Auf Seite 2 von der Happiness Effect steht, dass Ionenarmbänder 1500 bis ungefähr 4000 negative Ionen abgeben. Und etwas weiter unten wird auch der Tipp gegeben, die Produktbeschreibung eines Armbands zu prüfen. Ja, das klingt fast wie ein Scherz, wenn man es doch eben nicht nachprüfen kann, mangels konkreter Beschreibung. Auf Seite 103 steht weiterhin, wie bereits erwähnt, sollen Ionenarmbänder negative Ionen abgeben, obwohl sie im Gegensatz zu den ionenerzeugenden Geräten, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dafür keine externe Stromversorgung nutzen. Dieses Merkmal hat dazu geführt, dass die Armbänder ganz besonders kritisch unter die Lupe genommen wurden. Ich habe mal die Firmen Kist und Escherich sowie Kleinwächter kontaktiert, die sitzen hier in Deutschland. Denn die kennen sich sehr gut mit der Thematik Systeme für Elektrostatik und Oberflächenreinigung aus und haben auch entsprechende Messgeräte zum Nachweis von elektrischen Feldstärken und Ladungen. Da habe ich einfach mal nett angefragt, ob eventuell die Möglichkeit besteht, solche Armbänder bei denen irgendwie in-house messen zu lassen oder umgekehrt, ob sie mir leihweise mal ein Gerät zur Verfügung stellen können, mit dem ich selbst solche Messungen durchführen kann. Ja, solche Ionentester kosten im günstigsten Fall 1000 Euro und meist sogar noch deutlich mehr. Mit dem Messgerät hat es dann am Ende leider nicht so geklappt, aber dafür habe ich nochmal interessante Hintergrundinfos bekommen und auch den Hinweis da nochmal bestätigt, dass solche Armbänder nur passiv wirken können, weil sie halt selbst keine Ladungen oder Elektronen abgeben. Und als Tipp habe ich aber mitbekommen, dass man auch Geräte hernehmen kann, die ganz simpel die elektrische oder magnetische Feldstärke messen bzw. anzeigen. Fand ich super, da habe ich mich daran erinnert, dass ich so ein Automultimeter in meiner Werkzeugkiste habe. Und das hat genau so eine Funktion, dass man sich elektrische oder magnetische Feldstärken anzeigen lassen kann. Das ist jetzt nicht so, dass das ein hochprofessionelles Messgerät wäre. Das zeigt dir auch keinen konkreten Messwert an. Aber als Indikator zeigt es an, ob eben ein magnetisches oder überhaupt ein elektrisches Feld vorliegt. So wie hier zum Beispiel. Gehe ich jetzt höher auf den Touch-Schalter. Seht ihr selber, ne? Passiert mehr. Stecke ich zum Beispiel ein Ladegerät in diese Steckdose mit einem kleinen Verbraucher hinten dran, gibt es auch eine Anzeige. Und wenn ich mit dem Ding zum Beispiel mal in die Nähe von meinem WLAN-Router gehe, auch da sehe ich halt Veränderungen in den Feldstärken. Okay, also jetzt mal konkret das Winmau Joe Cullen Armband.
das Maillard-Pfeil Power Balance Band. Da tut sich ein bisschen was. Scheint elektrostatisch aufgeladen zu sein. Das Red Dragon Gervin Price Armband, das habe ich auch wochenlang schon getragen. Okay, und zu guter Letzt einfach mal mein Joe Kallen-Shirt aus Polyester. Okay, ich denke, der Versuch hat ganz gut gezeigt, dass das Wirkprinzip solcher passiven Armbänder offenbar darauf beruht, dass du es recht locker am Handgelenk trägst und es sich dann elektrostatisch auflädt. Ja, oder ich rubbel halt einfach an meinem Joe Kallen-Shirt, erziele ich den gleichen Effekt. Ich denke, da ist auch nichts an zusätzlichen Ionen oder Energien und wenn, dann halt in so geringen Mengen, dass ich mich dann lieber an die Empfehlung von Dr. Earl Mendel halte, mich einfach öfter und länger in der Natur aufzuhalten. Denn mir scheint die Konzentration positiv wirkender Negativionen in natürlichen Umgebungen ehrlich gesagt absolut ausreichend, um mich so besser, ausgeglichener oder weniger matt zu fühlen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne unten in die Kommentare, wie vielleicht eure Erfahrungen mit solchen Armbändern sind. Und sag Tschüss, Ciao, Good Darts, euer Olli.